Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Circle Empires Rivals. In der dritten Nummer hat's geklappt. Mit Seras. Servus. Ja. Ich bin verwirrt. Wir spielen heute eine Runde Gesamteroberung auf extrem offener L-Karte. Und ich bin gerade überlegen, ob ich mal Lust hätte, hier den unbegrenzte Anzahl von Dingen pro Kreis zu aktivieren. Oh ja, bitte mach das. Lukas hat ja seinen neuen Rechner bekommen und komm, hier, yeah, Bevölkerungslimit 100, oh nein, eine Million. Ja. Ich will eine Zombie-Armee, warte. Ich bin gerade echt am Überlegen, also wir haben, ich weiß nicht, wie viele extreme Gegner es gibt bei der Gesamteroberung, das weiß ich nicht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich noch einen Multiplikator für die Stärke von neutralen Reichen reinhaue. Weil die sind eigentlich immer kacke. Ja, kannst du machen. Dann kann man auch besser leveln. Ja. 1, 2, 3, 5, 10, 50, 1000 oder 20.000. Alter. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht dann am Ende. Ich würde sagen, wir fangen mal mit mal 2 an. Oder machen wir mal 3. Ja, aber ist das mal oder ist das ein anderer Wert? Ja, das heißt Multiplikator. Okay. 20.000 macht Sinn, ne? Deswegen frage ich mich halt, was 20.000 sein soll, aber so what? Wir werden merken, was passiert. Ja. Deswegen schauen wir mal, wie es heute läuft. Alter, die sind jetzt schon unglaublich. Alter, ich werde in 5 Minuten platt gemacht. Ja, gucken wir mal, was passiert. Das schaffst du schon. Das wird super. Ich habe mit einem Säureturm angefangen. Warum hast du mit so einer Marktkarre angefangen? Weil man Tybi Marktkarren gebringt. Okay, was haben wir denn da? Ah, diese komischen Void-Königin. Ich frage mich, ob die aber als Beritten zählen. Was glaubst du? Wie mein? Ja, ob die Void-Königin als Beritten zählen, was für Einheiten. Ach so, unter mir meinst du. Ja gut, die dich halt angreifen. Ja, ich schätze mal schon. Weil das müssen wir auf jeden Fall zusammen machen. Also, das kannst du alleine nicht schaffen. Schwierig. Deswegen, wie viel Lebensenergie haben die? Ach, nur 3000. Brüten die nicht sogar Viecher aus, wenn sie Leute killen? Ich glaube schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die schon länger nicht gesehen. Ich würde sagen, warte mal, wie können wir das machen? Einfach unendlich viele Bogenschützen? Was macht am meisten Damage und ist nicht so teuer? Ja gut, man könnte Spearmen bauen. Ich mache aber halt nur 6. Aber wenn es eine berittene Einheit ist... Ich glaube, ich gehe mal auf Bogenschützen. So, wie schnell leveln die jetzt auf, die Kollegen? Boah, nee, das wäre, ganz ehrlich, das werden wir never ever schaffen. Nie. Hast du schon Einheiten gebaut? Nee. Nee. Bin gerade absolut am Eco aufbauen. Ich komme mal mit meinen Freunden hier schon mal rein. Ich weiß halt nicht, ob die stärker werden, wenn wir ihnen schwache Einheiten feeden und sie quasi totzergen. Weil sonst hätte ich jetzt haufenweise Guards gebaut. Können wir gleich noch machen, ja. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwas hier denen entgegenstellen. Können natürlich anfangen, auch irgendwie eine Türme haben wir keine. Was sollen wir denen denn entgegenwerfen? Also ich habe, wie viele Bogenschützen habe ich? 11. Die machen jeweils 10 Schaden. Und die schießen relativ fix. Das heißt, wir machen pro, weiß ich, alle 2 Sekunden mache ich ungefähr 100 Damage.
Alter. Also ich fortify mich jetzt hier, ne? Meine Ressourcen sind aufgebraucht. Hast du Gold? Nee, ne? Alter, was ist mit dir verkehrt? Meine Ressourcen sind leer. Naja, weil wenn hättest du 60 Gold, würde ich sagen, ich baue hier einen Healing Tower rein. Ne, ich habe 0 Gold. Boah, das werden wir nicht überleben, ey. Aber mal gucken. In 45 Sekunden wissen wir es. Wie viel Stärke hast du? Ich habe 730. 330. Alter, was? Das werden wir nicht schaffen. Ich frage mich tatsächlich gerade, wie man das schaffen soll. Also klar, was wir... Ich würde aber trotzdem gerne das nochmal probieren. Wir können uns ja Startressourcen geben. Das geht ja auch. Nicht verzagen. Vielleicht greifen sie auch rechts an. Ich glaub's ja nicht. Wir können uns halt leider nicht drauf verlassen. Hm, nein. Denied. Oh, die kriegen wir doch locker runter. Ich hoff's. Einer ist schon tot. Lol. Ja. Hä? Was meinst du? Ja gut. Scheiße. Ja gut, guck mal, ich hab ganz die viele Türme kommen. Rechte Seite. Oh, leck mich doch am Ärmel. Boah, Mann, ey. Das war eine Sau. Ey, aber wir haben sie klein gekriegt, bevor sie das Tor eingerissen haben. Komm, ich greife die Penner einfach selber an. Ich lasse mich doch hier von euch nicht verarschen. Ich glaube, die da oben drüber konnten aber problematisch werden. Ach, Quatsch. Die unten drunter könnten auch problematisch werden. Die greifen nämlich gleich an. Boah, wo greifen die an? Hm. Also ich werde jetzt gleich erstmal, ich werde versuchen, schnellstmöglich hier dieses Gold noch abzubauen. Dann werde ich meine Truppen erstmal abziehen. Warum tust du die da unten hin? Hol die Villager raus und machen Abgang. Weil das würde ich jetzt in Kauf nehmen, dass mir da ein bisschen was verliert. Du scheiß Marktkarren, jetzt bleib hier! Ja gut, das kannst du dem glaube ich nicht verbieten. Bitte geh hoch, bitte geh hoch. Bitte geh nach rechts. Na guck mal, ein paar Idioten. Komm rein, komm rein, komm die Bürg. In die Bürg. Okay, das war jetzt nicht so gut. Alter, was hat denn da so ein Pushback? Ach so, irgend so ein Ork-Häuptling. Ja, ne? Charge, ich will mein Teil wieder. Ich will mein Teil. Es ist... Oh, fuck. Was? LOL, wie deine Bogenschütze. Easy. EZ, Alter, EZ. Ja, komm, dann hol dir du mal dein Zeug wieder.
Uncool. Ah, scheiße, das gehört noch überhaupt nicht uns. So, hier baue ich jetzt mal eine Mauer drumherum. Paar Türme. Okay, ein Turm. Danke. Danke, Spiel. Oh, super. In ein paar Minuten, in 51 Sekunden kommt ein 12.000er. Ist ja nix. Ja, dann zieh dich nach oben zurück. Ich glaube nicht, dass wir den schaffen mit den vier Drachen. Bau mal hier wieder eine Mauer bei deiner Base. Hab kein Geld dafür. Was brauchst du denn? Holz. Wie viel? 350. Hm. Viel Spaß damit. Und jetzt weg, 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 weg. Hä? Die kommen doch nicht direkt in meinen Teil. Oder meinst du, die rushen durch? Alter, was glaubst du denn? Ich wette, die rushen durch. Nö, die sind ziemlich zufrieden. Dann ist ja gut. Ja, gut. Boah, ich weiß nicht, wollen wir uns das jetzt wirklich antun die ganze Zeit? Das wird eine richtig zähe Sache, vor allem kommen jetzt die oben rechts. Jetzt hat sie deine Worker da weg. Ja gut, habe ich ja nichts von. Wenn ich das verliere, habe ich verloren, glaube ich. Warum? Du hast doch noch das rechts. Wir können dir ja einen Teil wieder besorgen. Oder wir machen oben einen Stand. Ja gut, wir haben keine Ressourcen, um da jetzt noch Anlagen zu bauen. So, Freunde. Warum ziehst du deine Leute da rein? Ich dachte, wir kämpfen da oben. Das schaffen wir. Oder doch, das schaffen wir locker. Alter, ich habe 3800. Ich sollte mehr an meine Truppen glauben. Ja, irgendwie schon, ne? Kommt her, ihr Bastarde! Wollt ihr ewig leben? Wow. Ja, dann hol dir das Teil von denen. Oh, shit. Okay, die hauen sich jetzt da unten gegenseitig auf die Schnauze. Das ist wundervoll. Ja, also kein Stress. Ich baue jetzt nur noch Bogenschützen, glaube ich. Kann ich irgendwie den Schaden erhöhen von Bogen? Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, sie sind keine 12.000 mehr stark, sondern nur noch 6.000. Das ist eine Verbesserung. Was ist das denn, was hier rumliegt? Ah, das ist eine Zucchini. Warum? Das kannst du abbauen, gibt Essen. Okay. Kenne ich nicht. Ja, es ist, glaube ich, random. Okay, da ist ziemlich viel Essen, glaube ich, drin. Alter! Wie ja. Viel Essen da drin ist. Ja, kannst ein bisschen was abgeben. Ich habe jetzt erstmal alles in Worker investiert. Nein, 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 nein. Ah. Was wollen die Lappen denn jetzt? Warum machen die das? Ihr könnt nicht gewinnen. Okay, also ich werde langsam stark genug, um es auch mit denen aufzunehmen. Sehr schön. Wie viel? Oh, komm, ich gebe dir mal 1500 oder so.
Hast du noch ein bisschen Holz über? Ne, Holz habe ich hier leider gar keins. Leider nicht. Pass leider auf, die Dinger von unten kommen gleich. EZ, Alter. EZ. Oh ja, du bist sogar stärker. Sollen sie kommen? Wieso bin ich mir irgendwie verdammt sicher, dass sie zu mir kommen? Glaubst du, die meinen, die haben Angst vor mir? Gut, greif ich halt. Wieso wusste ich das? Na gut, nehmen wir die in eine Zangenbewegung. Sehr schön. Gut. So, das Teil da unten hole ich mir dann aber, ne? Ja, Verhältnisse wiederhergestellt. Oh, 22.000. Okay, das ist schon ein Nummerchen höher. Abwägen. Vergiss, okay, du baust schon fleißig Gebäude. Wollte gerade sagen, vergiss nicht, dass wir unendlich viele Gebäude bauen können. Ach, guck mal, die hauen sich gegenseitig. Ist aber immer wieder schön zu sehen. Ach du Scheiße, geht der da einfach durch. Ja. Was habe ich für Special-Einheiten? Ach so, stimmt, ich habe die komischen, die Banter. Oh, du hast die. Die ja. Sind so heftig. Boah, die sind aber halt auch mega teuer. Von rechts wirst du gleich angegriffen. Und die sind auch nicht gerade schwach. Oh, ich ziehe mal meine Truppen zurück. So, bisschen in die Echo investiert. Alter, die sind ja mega stark. Zu helfen? Nee. Ja, alles gut. Ja gut, was mache ich jetzt gegen die da? Ach Gott, hier sind ja noch mehr Teils unten. Hm. Ach Gott, das ist ja riesig. Ich dachte, das wäre voll klein. Ich greife mal hier die Weißen neben mir an. Schaffst du? Oh ja, die sind ja weitergezogen. Ich frage mich, ob die jetzt ihren Truppen zur Hilfe eilen. Ich glaube aber nicht. Nee, tun sie nicht. Ich glaube, das ist nur bei Imperiumsgedöns, dass sie das machen. Aber ich mache ich hier eine Fortification hin, wenn ich sie hier... Alter, guck mal, direkt unter mir. Die werden jetzt wahrscheinlich auch die ganze Zeit an Stärke zunehmen. Ja, ich meine, sie kämpfen ja. Okay, die 40.000 neben dir ist auch nicht ohne. Ah. Man muss halt echt jetzt überall diese scheiß Zeitmarker im Auge behalten. Ja. So, wie viel Stärke hast du? 8.300. Okay, ich habe 7.000. Ich glaube, es wäre nicht das Verkehrteste, wenn wir uns diese beiden Wasserteils holen. Ja. Aber das wird, glaube ich, nicht so einfach. Ich muss mich vor allen Dingen mal zurückziehen.
So, meine Bauern mal wieder woanders hinschieben. Splitten die sich? Nee. Oh, schön, die da oben kämpfen sich gegenseitig. Da spiele ich doch glatt mal mit. Wie war das, wenn zwei sich streiten, ne? Seid ihr jetzt so am Arsch? Ich weiß es nicht, ob die am Arsch sind. Also die haben noch eine Stärke von über 20.000, ne? Alter, warum kämpfen meine Leute nicht? Okay, das gefällt mir gerade gar nicht. Yay, guck mal, sie hauen sich auf die Gegner. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh. Naja, oh, ich meine, rennt jetzt hinterher, ne? Man kann fliehen. Mist. Alter. Was könnte ich jetzt tun? Ich kann gerade nicht viel tun. Oh Gott, jetzt kommen sie mir schon wieder hinterher. Wir müssen was gegen eine von diesen großen Armeen machen. Ja. Gut, das müssen wir zusammen stemmen, das werden wir alleine nicht schaffen. Ich glaube, ich brauche einfach mal ein paar mehr Buff-Kreaturen. Wie viel Stärke hast du? Jo, warum stehen meine Leute denn so doof? Oh mein Gott, sie greifen mich an. Ja, ich stehe schon mit drin. Nein, tue ich nicht. Los, Wassermagier, tut euren Dienst. Ich habe leider kein Essen. Tut mir weh. Ich hab kein Essen. Ja, nee. Ich versuche jetzt einzelne Einheiten zu fokussen. Wir müssen einen Drachen jetzt schnell nach dem anderen wegmachen. Das hätten wir von Anfang an tun sollen. Das funktioniert erstaunlich gut. Alter, okay. Wie schnell wir die weggemacht haben, wenn wir einzelne Einheiten fokussen. Wie, das ist deins. Ja, ich habe ja auch ordentlich Ader gelassen. Die sind oben eins weiter aufgerückt. Pass auf, wir werden von unten angegriffen. Easy. Und von rechts. Nicht so easy. Nein, die gehen weiter. Sollen wir die rechts schnell abfangen? Also abwarten? Boah, ich baue da mal ein bisschen was, ne? So. Ich glaube, das ist eine irrsinnige Ressourcenverschwendung. Egal. Und wieder alles schön fokussen. Wow.
Okay, dann müssen wir aber kurz oben intervenieren vielleicht, weil die greifen oben gleich meine Sachen, glaube ich, an. Oder wir müssen es halt wiederholen. Ne, wir können oben gern wegzergen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin bei 15.000 und du? 9,5. Ja, wenn die uns angreifen, bau noch ein, zwei Healing Tower hier rein. Und am besten so ein Schild. Kannst du noch einen Schildturm bauen? Wow. Splitten, teilen und herrschen. Oh Scheiße, die kommen. Ja, ganz ehrlich, lass uns holen. Was ist mit meinen Wassermagiern? Ah, oh, das sind gar nicht meine Einheiten, die beiden sind deren Einheiten. So, Drachi wegmachen. Gut, dann nehme ich halt das hier. Toll! Von unten wieder? Ja, die mache ich alleine. Ey. Du hast mir gerade meine Homebase weggenommen. Wow. Das ist meins. Scheiß drauf. So, und jetzt muss ich mal da ein bisschen was dafür tun, dass ich immer wieder Ressourcen rankarre. Oh, jetzt kommen die von der Seite gleich. Alter. Warum sterben die Leute nicht einfach mal? Hilfst du? Oh, ich komme. Weißt du, ich bin hier gerade. Aha, ich will zumindest das Teil hier noch fertig machen, sonst kommen von da unten auch noch gleich Schüsse, so. Angriff! Willst du sie fertig machen? Und dann kriegst du das Teil? Angriff! 2-1! So, liebe Arbeiter. Du hast da übrigens in der Mitte einfach irgendwo noch Leute rumstehen, ne? Oh, cool. Fehlt halt gerade einfach ganz viel Nahrung. So, machen wir hier mal hin. Gut, dann gehe ich jetzt noch hier schnell hoch. Du wirst angegriffen. Wo? Wo werde ich angegriffen? Oh, ich kümmere mich drum. Ich glaube, die wollen die Monster angreifen. Aber ich werde gerade nicht mehr stärker. Aber gut, ich glaube, das Ding ist jetzt gelaufen, ne? Ja, also ich glaube, wir haben jetzt eine Stärke erreicht, wo es uns egal sein kann. Das läuft jetzt erstaunlich gut. Ja, wobei hier ist so ein Wasserteil, da möchte ich eigentlich ungern rein. Welches? Hier oben rechts bei mir. 13.000 in dem Wasser. Ist doch nix. Ja, aber im Wasser. Oh, du hast ja auch nur 13.000. Entschuldigung. Ich habe momentan auch irgendwie nicht wirklich viel Nahrung. Ich habe überall nur Holz zum Abernten.
Muss ich jetzt zwar umwandeln einfach, aber... Habt ihr was geschickt? Yay. Gleich meine Forschung ausgegeben. Okay, dann mache ich euch halt simultan auch noch weg. So. Das erste Bantervieh ist erschaffen worden. Alter, ich führe gerade einen Drei-Fronten-Krieg. Soll ich kommen? Ja, kannst du gerne machen. Dann kannst du das Wasserteil holen. Okay. Dann rutsche ich da schnell drüber. Ich meine, ich verteidige schließlich eigentlich gerade deinen Grund. Selbst dran schuld. Nein, Spaß. Die greifen mich gleich eh an. Ja. Hier rechts. Ach so, ja. Ja, aber hier unter deinen Einheiten das Wasserteil, da ist nichts mehr drin eigentlich. 8.500 sind da noch drin, also so wenig kann es nicht sein. Ja gut, das sind die zwei Erzmagier und der Turm. So. Ach so, die greifen jetzt da an, oder was? Was sind das? Achso, das sind Höhlen. Das sind Drachenhöhlen. Da kommt Drachen raus. Ja, cool. Das habe ich aber auch noch vorher nicht gesehen. Hä, gab es ein Patch oder so? Ich bin verwirrt. So. So, komm. Bauen wir die Scheiße einfach ab. Aber das sieht doch gut aus. Überall werden Schlachten geschlagen, heroischen Ausmaßes. Ja. Ach du Scheiße, die haben mich komplett fertig gemacht. Wer? 52, was? Wo genau kommt die jetzt her? Ich hab mal ein paar Sekunden hier geholt und ich bin einfach tot. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Gefällt mir nicht, wie stark die sind. Nee, fand ich jetzt auch irgendwie nicht so toll. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was passiert ist, ehrlich gesagt. Brauchst du Nahrung? Nee, gerade nicht. Da kriegst du trotzdem. Oh, der Herr. Der hat. Ja, Alter, guck dir mal meine Produktion. Die ganze linke Seite ist meine Produktion. Es wäre halt cool, wenn man sowas wie eine Farm bauen könnte oder sowas. Die halt kontinuierlich quasi Kürbisse anbauen oder so. Das finde ich cool. Ich finde meine Fischfarm da eigentlich schon ganz cool. Guck mal. Ja, ich mach die 54.000 neben meinem. Macht mir gerade ein bisschen Angst. Unten sind drunter sind 59.000. Oh Mann, ey. Was sind das für Einheitenmassen? Ah, guck mal, sie hauen sich gegenseitig auf die Schnute. Dann hau rein. Räum die Reste weg. Komm, ich schick die Bantas mit. Oh, Alter. Auch mehr Bantas. Ja, have fun. Alles klar. 6, 7 Stück von den Dingern gebaut und ich bin wieder bei über bei fast 20.000. Alter, ich krieg grad zu viele Erfolge. Ach krass, aber ich hab schon wieder direkt einiges verloren, ey.
Also irgendwas macht uns hier gerade ganz schön zu schaffen. Sprich nur für dich, bitte. Was greift die mich da an? Hast du noch mal ein bisschen nah? Ja. Okay. Brauchst du noch irgendwas? Nö. Sehr gut. Weißt du, du kriegst das Teil. Genau das wollte ich provozieren. Ja, es ist okay, ist okay. Kannst ja gleich mal gucken, wenn meine Armee bei dir drüben ist, wie stark sie jetzt ist. Ich schicke jetzt erstmal hier meine Lemminge rüber. Guck jetzt mal. Ups. Oh, 100.000 kann man mal machen. Alter, das sind halt auch alles aufgerüstete Einheiten, ne? Ja. Also, wenn du zwischendurch irgendwie zu viel Nahrung oder so hast. Kein Stress. Alter, ich krieg ungefähr sekündlich 500. Okay, nein, damit kann ich jetzt leider nicht mithalten. Holz und Gold ist zwar nicht ganz so viel, aber ja gut. Du musst mal echt, guck dir mal die kompletten linken Teils an. Das ist alles nur noch auf Eco. Ne, bei mir leider nicht. Das Problem ist, ich habe nicht so schöne Teils teilweise. Teilweise. Teilsweise. Teilsweise. So, das sollte an Banken auch lang. Scheiße, ich habe kein Gold. Ja. Yay. Ach du Lappen. Glaubst du nicht im Ernst, dass ich das hier zulasse? Wer lebt denn hier noch? Ach so, diese Supermagier. Die halten ziemlich viel aus. Naja, mach du mal da weiter. Ich muss mich hier um mein eigenes Reich kümmern. Das ist ja unfassbar. Ich versuche dich nicht zu belästigen. Alter, warum? Gegen was kämpfe ich denn hier bitte gerade? Kann mir das mal jemand verraten? Kann man dir was helfen? Ja, keine Ahnung, irgendwie sterben die hier nicht. Was ist denn du da? Zerstör doch mal das Gebäude, da kommen ständig neue raus. Für ein Gebäude? Ach, da ist ein Gebäude. Hansel, ey. Oh, So. Will ich wenigstens auch mal ein bisschen aufräumen. Alter, die sind ja richtig gut. Oh, von dem brauchen wir noch ein paar mehr. Von den Eisjägern. Die sind gut. Die sind viel cooler als die Banter. Darf ich denn das verstehen? Guck mal. Mitte. Da sind zwei Kraken drin, das siehst du, ne? Ja. Und da steht, die greifen eine halbe Minute an. Ah, sie können nach unten. Hm.
Sterben gerade meine Leute wieder. Natürlich sterben meine Leute wieder. Alter. Ich könnte eventuell Hilfe gebrauchen. Ja, gegen wen? Oh. Alter, hier sind überall Zombies. Ah, okay, hier oben wurde die Schlacht quasi abgebrochen. Ich hab dir mal ein bisschen Unterstützung hingestellt. Ja. Schnacksen voll, Schnauze voll. Achtung, die greifen oben links jetzt an und marschieren gerade ziemlich dolle durch. Hast du mich gehört? Ja. Ja, ja. Aber die rasieren gleich deine Echo weg, ne? Ich hab dir nicht so viel zu entgegenzusetzen momentan. Ja, warum, was machen meine Einheiten denn? Warum machen die denn nicht das blöde Gebäude kaputt? Komm schon. So. Macht's so fertig. So, meine Güte, ey. Das hat wehgetan. Ach. Hey, du hast sogar deine Homebase wieder, also pinst nicht rum. Aber zu welchem Preis? So. Brauchst du noch irgendeine Ressource? Gerade nicht. Oh, hier. Die Produktion ist wieder angelaufen. Oh, jetzt greifen sie mich wieder an da oben. Kriegst du hin, oder? Weiß ich noch nicht. Da waren die. Okay, ich werde immer stärker, ich vermute ja. Mich aber, was da drin kämpft. Was kämpfe ich da? Man sieht nichts. Man sieht nur ständig das. Ein Goblin Warlord. Der Stufe 1 plus, also Elite plus quasi. Okay. Er hat saumäßig viel HP, ne? Pass auf. Also fokus den am besten. Der ist unten. Bei deinen Band. So, noch ein paar von den Freunden. Ja. Man sieht halt nix. Alter. Ja, mal du nicht über nix sehen. Mal irgendwo viele Einheiten, Mann. Ah ja, wie viele hast du gerade in deiner Armee? In meiner Armee? Nur 105. Ich hab fast 400. Alter, das ist bestimmt nur so ein kleines Volk. Ja, ja, siehst du ja. Ich hab jetzt auch über 200 schon.
Okay, ist das der letzte Gegner? Ja, den wollte ich dir nicht wegschnappen. Komm, wir können ihn zusammen angreifen. Ey, das kannst du als Screenshot, als Thumbnail dann benutzen. Ja. Warte mal. Das kannst du runtercounten. So. Da würde ich mal sagen, auf 0, 3, 2. Na gut, hat sich erledigt. Idioten. Ey, diese Warlords halten ganz schön was aus. Mhm. Oh Mann, ey. Ich hab so viele Erfolge bekommen. Ich hätte zwischendurch nicht erwartet, dass wir das schaffen. Das ist halt einfach Zergen, Hochzergen. Ja. Diese Einheitenstatistik, die macht mich immer fertig. Wie viele Einheiten hast du erzeugt? Wo steht denn die Einheiten? Ganz oben, erzeugt. Stuff created, meinst du? Ja, keine Ahnung, was das bei dir heißt. Mitte oben. Ja. 1739. 1800 erschaffen. Wie viele Kills hast du? 595. 758. Gesamtpunktzahl 1,2 Millionen. Wobei, das verstehe ich nicht. Oben steht Points oder Punkte, 45.000. Also von was? Warte, welche Punktzahl? Wo steht die? Ganz oben. Sieg, Punkte, 45.058. 66.151. Dann Highscore, 345.000. 66,2k, also die jetzige Runde. Ah, okay, dann habe ich irgendwann mal schon super, super viel mehr Punkte gemacht. Und Gesamtpunktzahl, achso, insgesamt jemals erspielt wahrscheinlich 1,2 Millionen. Ja, du hast schon ein bisschen mehr. Kann das sein, dass das resettet hat? Mit meinem neuen Rechner? Nee, glaube ich nicht. Ja, weil ich habe gerade mal zusammengezählt 100.000 Punkte. Das kann ja nicht sein, wenn die Runde allein schon fast 70.000 gebracht hat. Ja, gut, aber das hängt ja nicht mit deinem Rechner zusammen. Würde mich wundern. Wir werden es nie erfahren, meine Damen und Herren. Außer es weiß jemand, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.